Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Ellerbach. Ja, ich habe gerade mal keine Lust mehr, Ballen zu stapeln. Ne? Ist ja schon wieder Wachstumsstufe durch. BGA rennt. Ich habe die letzten Grassilageballen jetzt erstmal vom Feld geholt. Die sind jetzt auch erstmal alle weg. Wir wollen erstmal ein bisschen was drillen. Nützt nichts. Dann müssen wir mal wieder was im Bogen drücken. Wir kommen sonst hier nicht auf den grünen Zweig. Ne? Ja, da komme ich gleich wieder nicht lang. Ne? Das ist ein bisschen bornig eng hier. Ich glaube, ich muss die Birke mal. Dir zeigen, wie es auf dem Bogen aussieht. Ist das Ackergras auch schon fast fertig? Ja, mit unserem Mais. Ja, wir können Mais häckseln, ne? Aber ich kann nicht immer Mais häckseln. Erstmal muss jetzt hier was im Bogen. Das nützt nichts. Können die Flächen ja nicht mal brach liegen lassen. Und warten, bis wir mal wieder Lust haben, was zu sehen, ne? Deswegen ist jetzt erstmal Drillen angesagt. Ganz einfach. Ja, hier seht's. Alles weg. Alle weg. So, schick die vorne hier hin. Ein Kartoffelacker müssen wir ja auch noch pflügen, ne? Stimmt. Also bearbeiten. Ich glaube, ich weiß noch nicht, was wir da drauf sehen, ne? Wir haben ja auch noch die Einzelkorn drin, die können wir ja auch mal benutzen. Oh, da ist glaube ich kein Saatgut drin. Kein guter Plan. Wir haben hier noch Saatgut drin. Dann sieht es auch erstmal mau aus. Ne? Wir müssen echt ernten. Was heißt ernten? Wir müssen die Zeit, dass die BGA-Auszahlung mal kommt irgendwann. Ne? Aber dann müssen wir erst auf den nächsten Ingame-Tag. Ich hoffe, dass dann richtig Kohlen und Geldsegen kommt. Wir wollten auch noch das kleine Silo platzieren, ey, um mal Früchte einzulagern, aber echt, das sieht mau aus. Die Mission, finde ich, lohnt sich hier nicht. Das ist das Problem an der Geschichte, ne? Naja, kriegen wir auch noch hin. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, oder wie sagt man immer so schön, ne? Ob fort. Dass wir was im Bogen kriegen. Nee, wir müssen echt Mais sitzen. Ich glaube, das nützt nichts, aber Lust habe ich da keine drauf. Schön wieder mit zwei Achsen ins Silo reinschieben. Nee. Wir platzieren ein kleines Silo. Ich habe doch mal diese Freiland-Silos, ne? Aber kostet auch Geld. Also von daher. Was kosten die überhaupt? Können wir gleich mal nachgucken. Aber dafür müssen wir wieder aussteigen, ne? Oder geht das, wenn wir in C sind? Was kosten die denn? Silos. Nein, 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 nein. Boah, ich habe 10.000 Silos drin. Ein großes 10.000 Euro, ne? Oh, das wäre nur so ein Ding. In der Außenansicht geht das, wenn du dann reingehst. Dann ist das nicht verschwommen, ne? 10.000 Euro, ey, dann ist die Sojabohnenernte schon wieder Geschichte. Wir müssen auch gleich noch Kartoffeln machen. Stimmt. Die müssen rennen. Das machen wir, wenn wir hier fertig gesät haben. Kümmern wir uns erst wieder um die Kartoffelwaschanlage. Also um den
Sortierautomaten, ne? Dass der am Toch bleibt. Gott, der rennt, dass wir die mal verkaufen können. Ich hoffe, dadurch echt mal einen schmalen Taler kriegen. Chitrup, Lipchan. Dann dauert das halt alle ein bisschen länger, aber ist ja egal, ne? Wir kommen auch so ans Ziel. Ich hab gar nicht nachgeguckt, bestimmt hätte ich kalt drauf gemusst, ne? Fort. Das läuft, liebe Leute. So, 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 so. Manchmal weiß man nichts zu erzählen, ne? Aber das sage ich in letzter Zeit öfters. Aber das ist dann so. So ist das mit den No-Credit-Challenge, ne? Da musst du echt schon tierisch aufpassen, wie du was wo machst. Muss man ja ganz ehrlich sagen. Dass du auch da auch noch ein Stück wirklich am Toch bleiben kannst, ne? Aber dieses kleine Fahrsilo, das wäre noch eine Überlegung wert, weil wir nur noch Ballen machen, wir müssten eigentlich auch schon wieder Luzerne nehmen. Aber wir haben so viel Futter für unsere BGA. Und dann die jedes Mal hier noch spazieren fahren, da noch mal spazieren fahren. Stehe ich auch nicht so drauf. Und der Klee, der wächst ja wie Unkraut, ne? Muss man ja auch mal ehrlich dazu sagen. Oder der ist jetzt nicht gedüngt, also beim nächsten Mal wird das nicht so viel. Aber nächstes Mal mache ich dann Feldrandkurs raus, dann kann der Curseplayer das mähen. So, hier sind wir auch gleich schon durch, ne? Einsiegen. Ein Bäumchen. Mit denen denn da hingepflanzt? Mit denen da hingepflanzt? Hört ihr dahin? Oh, Rüben haben wir auch noch. Können wir gar nicht ernten. Okay, ich könnte jetzt sagen, wir haben vom Nachbarn die Kartoffel-Rüben-Erdtechnik gekriegt, ne? Ja, könnte ich sagen, aber das mache ich nicht. So weit machen wir nicht. Das wäre ja doof. Das mag viel. Passt das ungefähr von der Bahn her? Ja, aber. Müsste gerade so passen, ne? Aber nächstes Mal kriegen wir ein Problem. Vorwärtsgang ist drin, dann gibt doch Gas. Schicki. Okay. Die Drille kommt gerade nicht mit dem Bogen klar, ne? Das hat die öfters. Obwohl ich finde, das hat sich eine ganze Ecke schon verbessert, aber wenn
das Terrain nicht vernünftig ist bei dieser Drille, dann hat die echt Probleme, ne? Du kannst ja auch nicht alles, das ganze Terrain immer schön platt kriegen. Das geht ja gar nicht, wie viel Zeit machen. Oh oh. Ich glaube, der Sven muss das Fenster zumachen. Oh, jetzt sind wir wieder da. Danke. Oh, schön. Jetzt sind wir wieder weg. Echt, das nervt. Du musst das Fenny gleich mal das Fenster zumachen, dann geht das wieder. Ist halt mit dem Sensor da oben, ist halt nicht immer so schicki vorne. Ist hier noch dünn? Was ist hier vorne? So. Haben wir das auch erledigt, liebe Leute? Nee, müssen so zum Hof. So Leute, ich sag dann aber erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.